Kathedrale an diesem denkwürdigen 8. Juni 1867 der Kaiser von Österreich und die überirdisch schöne Elisabeth König und Königin von Ungarn werden. Haben Sie die einmalige Gelegenheit, ein wertvolles Erinnerungsstück zu erwerben? Alles sehr billig. Bitte treten Sie näher. Wie wär's mit diesem Bild? Elisabeth als Mutter mit Rudolf, ihrem Sohn. Oder hier, ist das nicht nett? Die Kaisers feiern Weihnacht im festlichen Salon. Auf diesem Glas sehen Sie das hohe Paar in Liebe zugeneigt. Prost, einen Teller habe ich auch, der Elisabeth beim Beten in der Hofkapelle zeigt. Nehmt ein hübsches Souvenir mit aus der kaiserlichen Welt. Alles innig, lieb und sinnig, so wie es euch gefällt. Verzieht nicht das Gesicht, tut bloß nicht so, als wärt ihr an der Wahrheit interessiert. Die Wahrheit ist geschenkt, aber keiner will sie haben, weil sie doch nur deprimiert. Elisabeth ist in, man spricht von ihr seit über 100 Jahren. Doch wer sie wirklich war, das werdet ihr aus keinem Buch und keinem Film erfahren. Was ließ sie die Vergötzung, was ließ ihr noch der Neid? Was blieb von ihrem Leben als Bodensatz der Zeit? Kitsch! Kitsch! Ich will euch was verraten, eure Sissi war in Wirklichkeit ein mieser Egoist. Sie kämpft um den Sohn, um Sophie zu beweisen, dass sie die Stärkere ist. Doch dann schob sie ihn ab. Ihr kam sehr darauf an, willst du das sein? Sie lebte von der Monarchie und richtete sich in der Schweiz ein Nummernkonto ein. Man hört nur, was man hören will, und bleibt noch etwas Zeit von Schönheit und von Scheiße, von Traum und Wirklichkeit. Was uns trennte, Ehen, Ehen,
mein Triumph, mein Triumph, gleich ein Fest, mein Fest. Ich hab die Feinde überwunden. So endest du den Lauf, der fällt in meinem Sinn. So eng sind wir verbunden. Ich tu's nicht für die Welt, nicht für die Welt, nur für mich, für mich. Jetzt hab ich meinen Weg gefunden. Sie haben über dich gelacht, doch jetzt hast du dich durchgesetzt. Und sieh, wie sie hielten mich an, drehten fest, als Puppe, die man tanzen lässt. Doch ich werd keine Marionette sein. Wenn ich tanzen will, dann tanz ich so, wie's mir gefällt. Ich allein bestimm die Stunde, ich allein will die Musik. Wenn ich tanzen will, dann tanze ich auf meine ganz besondere Art, am Rand des Abgrunds oder nur in deinem Blick. Schwarze Möwe, flieg, ich flieg, ich allein, durch Nacht und Sturm begleiten. Ich will nicht mehr begleitet sein, auch nicht von dir. Ich lass mich nicht leiten. Frei bist du nur durch mich, nur für mich, für mich. Denn du sollst mir den Weg bereiten. Ich geh jetzt meinen eigenen Weg. Ich habe mich getrennt von dir. Lass mich in Ruhe. Du hast dich in mich verliebt, weil's Freiheit ohne mich nicht gibt und keiner dich verstehen kann. Außer mir, wenn ich tanzen will, dann tanz ich so, wie's mir gefällt. Ich allein bestimm die Stunde, ich allein will die Musik. Wenn ich tanzen will, dann tanze ich auf meine ganz besondere Art am Rand des Abgrunds. Ich bin stark genug allein. Stark warst du nur, solange du noch geglaubt hast, schwach zu sein. Ich ruf dich, du nicht. Wirst mich rufen. Ich such dich nicht. Du wirst mich suchen, weil wir es dir verhaften. Nein, wenn ich tanzen will, dann tanz ich so, wie es mir gefällt. Ich allein bestimm die Stunde. Ich allein will die Musik. Wenn ich tanzen will, dann tanze ich. Freund, wenn du mich brauchst.
bleibt dir nah. Bambino stupido, eh? Man kann von einer Kaiserin nicht verlangen, dass sie sich um Kinderkram kümmert. Sie hat Pflichten, muss zu den Armen und Kranken. Am liebsten besucht sie die Armen und Kranken im Irrenhaus. Majestät, es freut uns sehr. Welche Ehre. Ich möchte die Patienten sehen. Was maß die Frau sich an? Das ist doch nicht die Kaiserin. Wie kann sie sich nur unterstehen? Sie ist verrückt! Elisabeth bin ich! Lassen Sie sie los. Ich möchte mit ihr sprechen. Sieh mich an! Kennst du nicht? Die Kaiserin Elisabeth! Mir fesselt man die Seele. Ich habe gekämpft und mir alles ertrotzt. Und was habe ich erreicht? Nichts, nichts, gar nichts. Denn die einzige Lösung wäre der Wahnsinn. Und die einzige zu Elisabeth zu sein, dann wäre ich Titania und würde lächeln, wenn man sagt, sie ist verrückt. Ich stehe auf dem Seil und die Angst macht mich krank, denn schau ich nach unten, sehe ich nichts, nichts. Ich
ansonsten geht's ihr gut. Der Kaiser hört auf ihren Rat. Er setzt im Spiel der Macht die Dame vor den Turm. Die Schwiegermutter hält den Spielverlauf für desolat und sammelt ihre treue Schar zum letzten Sturm. Zerstört. Franz Josef hört nicht mehr auf mich. Elisabeth wird stärker als ich. Die Frage heißt wir oder sie. Die Lage ist ernst, wie noch nie. Es muss was geschehen, und zwar gleich. Sonst wird die Kaiserin zu eifersreich. Es ist unerträglich, wie sie die Ungarn protegiert. Ein Aufrührer ist zum Staatsminister avanciert. Sie kennt liberale und nicht verbotene Literatur. Wo soll das noch hinführen? Sie herrscht wie eine Pompadour. Ihr Einfluss hier gefährdet die Geschäfte an der Börse. Statt Goethe und Schiller rezitiert sie eine Verse. Und zwar gleich. Ich kann ja den Kaiser verstehen. So. Nun ja, als Mann. Oh. Sie ist eben wirklich schön. Schön. Sind auch andere. Oh, ich verstehe. Ist das ein Plan? Eine Idee. Feuer muss man mit Feuer bekämpfen. Und eine Frau mit einer Frau. Man muss den Kaiser von der Hörigkeit befreien. Er müsste erfahren, dass es nicht nur die eine gibt. Es ist an der Zeit, dass er mal eine andere liebt. Man müsste für ihn was ganz Intimes arrangieren. Ich selbst übernehme es, ihm eine Zerze zuzuführen. Vom moralischen Standpunkt muss ich heftig gegen diesen Vorschlag protestieren. Aber vom Politischen halte ich ihn für ausgezeichnet. Ja. Die Frage heißt: Wir oder Sie? Es geht um die Monarchie. Es muss was geschehen, und zwar gleich. Sonst wird die Kaiserin so einflussreich. Diskret, Grüne, diskret. Keine Sorge, Majestät. Ich werde die Dame höchstpersönlich auswählen. Im Salon der Madame Wolf. Wir oder Sie. Es geht um die Monarchie. Es muss was geschehen. Jedermann von Adel schwärmt für die Kultur. Er mag es warm, gut und schön. Es hebt und es verzaubert die männliche Natur, in Wien am Abend auszugehen. Zum Glück gibt es genügend Theater in der Stadt und ist dort gerade nicht Saison. Und hat man auch die Mädels vom Hofballett schon satt, dann geht man in Frau Wolfs Salon. Vedenti coglioni, eh? Cazzo di merda! Nur
übermannt. Werden Sie hier fulminant? Entspannt. So viele nette Damen in einem netten Rahmen. Hier finden Sie, wovon man träumen kann. Marie ist dumm und drollig, Helene ist rund und mollig, Tatjana fängt im Bett zu fluchen an. Für Herren, die gerne schmusen, Grit mit dem weichen Busen, und hier Madeleine empfehle ich jedem Mann. Den die Gefahr noch fasziniert, die Kleine hat sich infiziert. Nun kann sie Viren warum sich zieren in diese Welt. Hey du! Ja, ich seh dich, dich meine ich. Was ist denn los? Ich seh's ja, ja, lass dich raus. Hier, so sieht's aus. Wenn der Drang Sie übermannt, werden Sie hier fulminant entspannt. Nicht jeder kann persönlich, es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Vertrauter seinen Herrn vertritt. Statt selbst hier abzusteigen, lässt er sich alle zeigen und nimmt für seinen Herrn die Schönste mit. Der hier kommt von ganz oben und ist jetzt loben. Er trifft die Wahl mit einem Blick. Die Kleine wirkt so fiebrig heiß aus einem Grund, den er nicht weiß. Du kein Genie! Manchmal ist das Resultat. Frau Pant. Hilfe! Ein Arzt! Ihre Majestät, die Kaiserin, sie ist gestürzt! Holen Sie Dr. Seeburger erst bei der Erzherzogin und Sie helfen mir, die Kaiserin hinzulegen. Bei sich. Haben Sie Schmerzen, Majestät? Nein, es geht schon wieder. Da kommt der Arzt. Was ist geschehen? Sie lag da unter den Ringen, ohnmächtig. Es muss ihr schwindelig geworden sein. Kein Wunder, sie ist ja nichts. Lassen Sie uns allein. Der Puls. Es geht schon besser. Die Stirn ist heiß. Es fehlt mir nichts. Der Lidrand beinahe weiß. Wenn ich mich nicht irre, und ich irre nie, ist dies die gewisse Maladie. Eine Infektion, Majestät. Nicht lebensgefährlich, aber unangenehm. Das, was man eine französische Krankheit nennt. Das ist infam! Was fällt Ihnen ein? Was Sie da sagen, ist ganz unmöglich! Unmöglich? Warum? Auch Kaiser sind schwach! Mein Mann ist mir treu! Das ist ein Irrtum! Doch, was stimmt, hat mich mein Mann tief in den Schmutz gezogen! Das allerdings! Ich werde ihn hassen! Werd ihn für immer verlassen! Noch besser, ich brenne ihn um! Tu es! Elisabeth, ich freue mich auf dich! Du! Ist vielleicht die letzte Chance. Ergreif sie, flieh mit mir. Komm, tanz mit mir. Den letzten Tanz. Lass alles hinter dir. Nein, ich bleib da. Mein Mann hat mir in Wahrheit
ich bin außer mir, Sie haben mich brüskiert. Wieder haben Sie Ihr Spiel der Bosheit inszeniert. Ich bitte mir diesen Ton. Wollen Sie denn meine Ehe gänzlich ruinieren? Lachhaft. Hören Sie auf mit den Intrigen. Intrigen? Nein, ruiniert wirst du von ihr. Du hast dich abgewandt von ihr. Am Nasenring führt sie dich vor, weil sie mir Rache schwor. Es ist schandbar. Ist es wahr? Jawohl, ich kämpfe gegen sie. Und mich. Denn es geht um die Monarchie. Nein, um sie. Für diese Frau bist du ein Schaf. Seitdem ich andere traf, lieb ich sie noch mehr. Eine Kaiserin muss sie glänzen im Bewusstsein ihrer Pflichten. Muss die Dynastie ergänzen und verzichten. Werden sie uns entzweien. Entzweien. Mein Gott. Es geht um Wichtigeres. Ich bin gewohnt, auf sie zu hören. Doch lass ich nicht mein Glück zerstören. Ich halt zu ihr, was immer sie auch tut. Das ist dem Kaiser viel zu weit. Das wird sie nicht halten. Doch wenn sie ja dorthin. Mein armer Engel, ich hoffe, du leidest nicht zu sehr. Ich zähle die Tage bis zu deiner Wiederkehr. Wie kommt sie zur Ruhe? Hält sie von Ort zu Ort? Kaum sind wir wo angekommen, geht sie schon wieder fort. Und schwimmen sie auf ihren Beinen, was hat sie vor? Wohin will sie nur wieder hinein? Wie geht es ihr? Wie zieht sie noch? Wann kommt sie mal an mich? Spieglein, Spieglein in der Hand, 10 Jahre ist sie jetzt rumgerannt. Darf man doch mal fragen dürfen, ist sie immer noch jung? Oder? Ein graues Haar, Kiskotschatura. Seit Mama tot ist, mein Engel, fehlt sie mir noch viel mehr. Schreibt
Rudolf 40, 28 und er sekiert mich sehr. Wie kommt sie zu uns? Was hat sie vor? Wohin will sie nun ziehen? Wie geht es ihr? Wen sieht sie noch? Wann kommt sie mal am Spiel? 18 Jahre läuft sie schon, panisch der Angst vor dem Nächsten davon. Da wird man doch mal fragen dürfen, ist sie immer noch schön? Oder? Uns endlich sprechen, Zeit, das Schweigen zu durchbrechen. Du kennst mich, ja, du kennst mich. Weißt du noch, du warst ein Knabe, als ich dir versprochen habe, dass ich immer nah bleib. Oh, ich hab dich nie vergessen, meinen Freund, nach dem ich rufe, wenn mich meine Ängste fressen. Ich komm, weil du mich brauchst. Die Schatten werden länger und noch bleiben. Die Zeit ist beinahe um. Zeit, den Riss der Welt zu sehen. Könnte ich nur das Steuer drehen. Doch ich muss daneben stehen. Man bindet mir die Hände. Als zu wissen, wie das Unheil sich entwickelt und in Ohnmacht zu sehen müssen. Es macht mich völlig krank. Die Schatten werden länger und die Lieder werden kalt und still. Der Teufelskreis wird enger, doch man glaubt, was man glauben will. Die Schatten werden länger. Es ist fünf vor zwölf. Warum hält jeder still? Was hält dich zurück? Dies ist der Augenblick. Greif nach der Macht. Tu es aus und weh aus. Die Schatten länger. Was geschehen muss, das muss jetzt geschehen. Der Teufelskreis wird enger. Man muss dem Unheil widerstehen. Die Schatten werden länger. Kaiser, du wollt dir der Zeit entgehen.
ich bin außer mir, man hat mich informiert. Du hast Journalist gespielt und gegen mich agiert. Alles Lüge! Streit nicht ab, was nachgewiesen ist. Heißt das, Sie bespitzeln mich, den eigenen Sohn? Du misch dich in die Politik. Mit allem Recht. Doch ohne Kenntnis und Geschick. Aber nicht so schlecht. Du setzt dich für die Ungarn ein. So wie Mama. Sprich nicht von deiner Mutter. Warum denn nicht? Sie denkt so wie ich. Darum hat sie verlassen. Das ist nicht wahr. Sie wollen nicht sehen, dass sie aus Angst die Zukunft verpassen. So denkst du nur, weil du nichts verstehst. Doch, doch, ich verstehe ihren Altersstarrsinn. Opfern sie uns und das schwankende Reich. Was fällt dir ein? Sie wollen bewahren, jedoch was sie ernten ist Hass. Signore. Nationalisten, Antisemiten, hä? Anhänger von Schönere. Non c'è niente da fare. Massengewalt, denen die nicht sind wie wir und die sich breit machen hier, jagt sie davon. Mit Sozialisten und Pazifisten wackeln wir nicht mehr lang. Die Jugendschreiber, die Jugendweiber. Kann unseren Führer ein! Pfui. Der Richter muss ein Jude sein! Ein Schwein! Die Juden schützt ein hoher Herr! Wer? Prinz Rudolf! Pfui. Judenknecht! Empörend! Was ist das? Der Fortschritt, Katzone! Das 20. Jahrhundert! Es schreitet aus! Unverkennbar! Hassengewalt! Gegen die nicht sind wie wir! Und die sich breit machen hier! Jagt sie davon! Mit Judenweibern! Die Kaiserin verhöhnt den deutschen Geist! Nieder mit den Ungarn! Der Zweite ist unser Mann! Wisst ihr das Neueste von der Kaiserin? Was? Sie sammelt Geld in ihrem Eigensinn. Für Heinrich Heine will sie hier in Wien was? Ein Denkmal bauen! Zwei! Frechheit! Reinheit und Stärke! Christliche Werte! Schluss mit dem Volksverrat! Sie haben eine Folie! Erwarte ich, Heinrich Heine. Bleib bei mir, enttäusch mich nicht. Komm und diktier mir noch ein Gedicht. Ich hab Feder und Papier, wie stets bereit gelegt. Mir fällt nichts ein. Vater, du bist es, ich erkenn dich. Träumen und Gedichte schreiben oder reiten mit dem Wind. Ich wollte mal so sein wie du. Warum sprichst du mit den Toten?
das gefällt mir nicht. Was soll ich denn mit den Lebenden noch reden? Du bist zynisch, du bist bitter und allein. Sie haben mich zur Kaiserin dressiert. Um dich selber einzuschließen, musstest du dich nicht befreien. Mich ekelt alles an. Man muss sich bemühen, glücklich zu sein. Wozu sich selbst belügen? Du hast niemals aufgegeben, niemals. Vielleicht, weil ich noch nichts wusste von den Menschen. Wolltest leben ohne Züge und Tabu. Das ist wahr, Leben frei wie ein Zigeuner mit der Zither unterm Arm. Nun ist es zu spät. Adieu, Sissi. Jetzt bin ich aus Stein. Nie werde ich so sein wie du. Hab ich gewartet, dass du mit mir sprichst. Wie hoffte ich, dass du endlich das Schweigen brichst. Doch dich erschreckt, wie ähnlich wir beide uns sind. So überflüssig, so überdrüssig der Welt, die zu sterben beginnt. Wenn ich dein Spiegel wär, dann würdest du dich in mir sehen. Dann fiel's dir nicht so schwer, was ich nicht sage, zu verstehen. Bis du dich umdrehst, weil du dich zu gut in mir erkennst. Du ziehst mich an und lässt mich doch niemals zu dir. Seh ich dich an, weicht dein Blick immer aus vor mir. Wir sind uns fremd, sind uns zutiefst verwandt. Ich geb dir Zeichen, will dich erreichen, doch zwischen uns steht eine Wand. Wenn ich dein Spiegel wär, dann würdest du dich in mir sehen, dann fiel's dir nicht so schwer, was ich nicht sage, zu verstehen. Was soll die Störung? Was gibt's? Was willst du hier? Mama, ich brauch dich. Ich komm in höchster Not, mich gefangen und umstellt, von der Gefahr bedroht, entehrt zu sein vor aller Welt. Nur dir alleine kann ich anvertrauen, worum es geht. Ich seh keinen Ausweg mehr, wovon ihr sind mir eine Qual. Ich krank, mein Leben leer, und um dieser Ihnen des Skandal. Nur wenn du für mich beim Kaiser bittest, ist es noch nicht zu spät. Dem Kaiser
Kaiser bin ich längst entglitten, hab alle Fesseln durchgeschnitten. Ich bitte nie, ich tu's auch nicht für dich. Also lässt du mich im Stich.
will dich nicht, nicht so, ich brauch dich nicht. Mein neues Sortiment geht weg wie warme Semmeln, eine starke Kollektion. Vor allem diese Bilder der schmerzensreichen Mutter am Sarg von ihrem Sohn. Das rührt nur wie das Herz, da schaudert man und denkt voll Sympathie. Die Großen trifft es auch, Gott sei Dank sind sie nicht reich und mächtig und erhöht wie die. Denn wer nicht ist wie alle, dem wird die Zeit vergelt. Das ist höchstens unmoralisch, so wie es euch gefällt. Die Kaiserin indes reist immer noch umher, sie hungert, rennt und schweigt. Und ab und zu fährt ihr der Kaiser hinterher, weil er zur Selbstbestrafung neigt. Und ist sie, wenn er kommt, noch da und nicht schon wieder auf der Flucht. Dann gibt's ein Rendezvous in milder Vollmondnacht mit Ausblick auf die Bucht. Du weißt, warum ich gekommen bin? Nein, aber ich ahne es. Komm heim, Sissy. Wir gehören zusammen. Ich glaube immer noch daran. Ich liebe dich. Und Liebe, sagt man, kann alle Wunden heilen. Doch manchmal ist Liebe nicht genug. Glaube ist stark, doch manchmal ist Glaube selbst Betrug. Wir wollten Wunder, doch sie sind Zeit, dass wir uns endlich eingestehen. Wir sind wie zwei Boote in der Nacht. Jedes hat sein alles, doch manchmal ist wenig schon sehr viel. Dein Traum ist mir zu klein, sich nah zu sein im Dunkeln. Genügt das nicht als Ziel? Ich will nicht dein Schatten sein. Könntest du einmal nur durch mich nicht länger mehr.
kannst du nicht bei mir sein. Jedes Stimmen sein eigenes ich brauche und seine ich eigene mich. Warum sind wir allein? Wir beginnen unser Gemehr und sind mehr allein als vorher. Warum wird uns das Glück so schwer gemacht? Ich liebe dich. Begreif doch, was nicht sein kann. Und das Schiff geht unter. Darf ich vorstellen? Maximilian von Habsburg, Elisabeth Schwager, Kaiser von Mexiko, von Revolutionären erschossen. Uno, due, feier! Maria von Wittelsbach, Elisabeth Schwester, Königin von Neapel, verrückt geworden. König Ludwig von Bayern, Elisabeths Cousin, dem Wahnsinn verfallen und ertrunken. Die Herzogin von Alençon, Elisabeths Schwester, vom Feuer erfasst und verbrannt. Asche! Zu Asche! Alle Fragen sind geschwätzt und alle Phasen eingewitzt. Wir sind die Letzten einer Welt, aus der es deinen Ausweg gibt. Denn alle Sünden sind gewahrt, die Tugenden sind einstudiert. Und alle Bücher sind gesagt und alle Seelen revidiert. Franz Josef, Kaiser von Österreich! Was ist das hier? Ein Irrenhaus! Ehrsicher des Schiff, Majestät! Fragen Sie mich nicht! Es ist doch eher ein Traum! Wo ist die Kaiserin? Elisabeth, meine Elisabeth! Meine Elisabeth! Sie gehört mir! Sie liebt mich! Schluss mit dem Unsinn! Es ist doch eher ein Traum! Ich gab ihr mein Leben! Ärmseliges Geschenk! Erhalt und Sicherheit! Ich gebe ihr die Freiheit! Und Glanz! Ich erlöse dich wieder mit diesen Pfeilen. Mörder! Hey, Lucchini! Es ist so weit! Sofort! Ich befehle es Ihnen! Den Prinzen von Orléans ermorden, aber er kam nicht. Wieso dann die Kaiserin Elisabeth? Die Journale! Ich las, dass sie gerade in der Stadt war. Wann war das? Am 10. September 1898. Giorno bellissimo. Ein sonniger Tag. Hilfe! Mein Arm!
verlass die Schatten. Ich hab mich so nach dir gesehnt. Lass mich nicht warten. Mach die Nacht zum Morgen. Lass mich befreit sein und geborgen. Wisch die Erinnerung in mir aus. Gib meiner Seele ein Zuhause. Lass die Welt versinken. Ich will mit dir im Nichts ertrinken. Mit dir als Feuer auferstehen und in der Ewigkeit vergehen. War mutlos und hoffte neu.